Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost on the Shore. Ja, in der letzten Folge sind wir beim Bäckerhäuschen stehen geblieben. Wir sind auf dieser Insel gestrandet und ja, wollen jetzt mal so ein bisschen herausfinden, was das für Leute waren, die hier gewohnt haben und warum hier alles so verlassen ist und was das für eine Stimme ist, die wir in unserem Kopf hören, die die ganze Zeit mit uns redet. Shit, der Schule. Cordelia. I don't like that name. So, das heißt, das hier ist jetzt eine Schule, Halls of Ivy. Okay, da ist mal wieder was zum Hören oder zum Lesen. Another letter. Why does he keep hiding them? He should have sent them. Ja, das stimmt. 15th of February 1921. My dear little elfins. The more I learn about the Crown family, the more I realize what wolves they were. As I've mentioned, the Crowns owned this island back in its heyday. But they were a haughty bunch, and they took much more than they gave. But as I write these words cursing the Crown family, I realize that perhaps I am no better. True, I never owned an island, but like the Crowns, I didn't value life as I should. I don't think man is made to recover from war. Once he has seen such horrors, how can he pretend they don't exist? I miss you all dearly and hope to find my way home to you soon. Your father. Something's not right. I can't figure him out. He knew about the Crowns. Wolves. They're not so bad. They are if you're a sheep. Ja, wenn man ein Schaf ist, klar. Dann sind auch Wölfe gefährlich. So, da können wir anscheinend nicht einfach so durch. Ich wollte da zwar auch nicht durch, aber ich wollte mal eben testen, ob es aufgeht. Dann schauen wir uns erstmal hier oben Skizze anfertigen. Von dem Gras oder wovon haben wir jetzt eine Skizze angefertigt? Ach so, wie wir uns das vorstellen, wie die quasi hier, ja, in der mutmaßlichen Schule gelebt haben. Okay. War mir jetzt auch nicht ganz klar, weil ich jetzt komplett in eine andere Richtung geguckt habe. Da geht's hinten nochmal rein. Und da geht's dann gleich wieder runter. Kann man da hochklettern? Ich weiß es noch nicht. Ich möchte ja alles so ein bisschen nach und nach durchgehen. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal im Eingang durch. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich so gewollt ist, dass man im Eingang rein soll und dann später die anderen Nachrichten vielleicht finden soll. Cordelia Crine. Haven't seen her in a while. She was nobility and a big deal right here. And that must be where the money came from. Aye, they owned the Rogue Islands. Ja, ich werde jetzt mal ganz kurz eine kleine Pause machen, weil irgendwelche Vollidioten jetzt hier nachts um 23:30 die Musik direkt aufdrehen. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Jetzt ist es zum Glück wieder etwas leiser. Ich weiß auch nicht, warum man mitten in der Nacht so die Musik aufdrehen muss, wenn man irgendwo anhält oder rumfährt. Okay. Wandern auf den Rugs, die Wandergesellschaft. Die Ruginseln Big Rug, Little Rug und Dark Rug, ein Leitfaden für Wanderer. Die Ruginseln sind eins der letzten unerforschten Geheimnisse dieser Welt und ein Paradies für Wanderer. Wanderwege durchqueren diese felsigen Inseln und bieten spektakuläre Ausblicke auf den Ozean und die Möglichkeit, einzigartige Pflanzen und Tiere zu entdecken. Hinter den Bäumen lugen die Überreste der einst blühenden Bauerngemeinde hervor. Um diese Inseln zu bereisen, braucht man Erfahrung, Ausdauer und eine gute Karte. Dieser umfassende Reiseführer bietet zwei der drei Punkte. Der Schneid liegt dann bei Ihnen. Gutes Gelingen. War das das gleiche? Ja, es war wahrscheinlich das gleiche wie das rechts, was so am Blinken war. Hier haben wir noch ein Buch. The Book of the Sea. Seemannshandbuch von Patrick O'Connor. Eine detaillierte Einführung in die Seefahrt und nautisches Wissen, die alles abdeckt, vom Knotenschlagen und Festmachen bis hin zum Karten- und Gezeitenströmen und mathematischen Tabellen für die Sternnavigation.
Theorie und Illustration werden mit faszinierenden Geschichten von Seeleuten, die auf hoher See segeln, ergänzt. Dieses Buch wird dem Leser das Handwerk und das Material nahebringen, das für eine sichere Navigation auf den weiten Gewässern benötigt wird. Okay. Achso, das war eine Tasse. Es war keine Dose zum Hören. Beziehungsweise keine Dose, die ein Tape irgendwie drin hat. Dann schauen wir mal hier. Warum ist das hier einzeln? Okay. Die Legenden vom Irrlicht von William J. Eastman. Die Geheimnisse der Rooks. Die Laterne von Grantha Willow oder besser bekannt als Irrlicht treibt sich meist in der Nähe von Teichen und in den Sümpfen oder Mooren unserer schönen Landschaft herum. Gelegentlich hat ein einsamer Reisender einen Blick auf diese bemerkenswert leuchtenden Lichter in unseren Katakomben, auf Friedhöfen oder sogar zwischen unseren vielen Ruinen erhascht. Das Irrlicht sucht bevorzugt Gegenden einsamer Trostlosigkeit auf. Auf den belebten Straßen Londons wird man sein sanftes Licht nie entdecken. Sollten Sie jedoch auf Ihren Reisen durch das Land auf ein Irrlicht stoßen, haben Sie keine Angst. Diese fantastischen Kreaturen sind von Natur aus gutmütig und kapriziös. Zumindest sind sie das, wenn sie bei Tageslicht gesehen werden. Sobald die Sonne untergegangen ist und der Himmel sich verdunkelt, ist Vorsicht geboten. Das Irrlicht kann sich teuflischeren Beschäftigungen zuwenden. Man erzählt sich Geschichten von armen Seelen, die auf der Jagd nach dem verführerischen Schein ein böses Ende fanden. Es ist am besten, dem Rat einer älteren Frau zu folgen, mit der ich gesprochen habe. Nähern Sie sich einem Irrlicht nur, wenn es einen zartblauen Farbton hat. Man sagt, dass ein Irrlicht dann in Frieden ruht und dir keinen Kummer bereiten wird. Die einzige Mode, die eingekreiste Wörter, Teiche und Sümpfe, die Handschrift eines Kindes, Teufelstümpel. Hä? Was? Also eingekreiste Wörter sind Teiche und Sümpfe? Die Handschrift, was ein Kind dann dazu geschrieben hat, Teufelsstümpel. Nee, Teufelstümpel. Okay. Ach so, die einzige Mode, die, weil das abgerissen ist. Okay, jetzt sehe ich es auch gerade. Ja, ich gebe zu, dass meine Augen mittlerweile schon sehr, sehr müde geworden sind. Ah, ein Schlüssel. What do we have here? Das ist keine schlechte Art, einen Schlüssel zu verstecken. Wobei das natürlich trotzdem gefunden wird. Wie gesagt, es ist schon sehr, sehr spät. Ich glaube, ich werde auch nur noch eine Folge aufnehmen. Vielleicht auch zwei. Das Spiel fasziniert mich gerade so ein bisschen, auch wenn jetzt nicht viel passiert. Beatrice Parker. Headmistress, I guess. And this must have been her office. Mhm. Kann man das noch umdrehen? Ist aber anscheinend sonst nichts mehr drauf. Schreibtisch? Über Schreibtisch kommt das Gleiche. Okay. Yeah, that's them, all right. Cordelia Crine and Nora Crine. Die Rook-Gazette erscheint wöchentlich, Sonntag, 6. August 1820. Die Ankunft der Crowns. Als Peter Crown im vergangenen Winter unsere geliebten Inseln erwarb, dachte er gründlich über das Management seiner Vorgänger nach. Herr Crown erklärte, er wollte die Fehler der Vergangenheit beheben und bessere Zeiten für uns einläuten. Mr. Crown mag sich auf bessere Zeiten berufen haben, aber in Wirklichkeit gibt es ihm um bessere Gewinne für die Familie Crown. Nicht ein einziges Mal dachte er an die Inselbewohner, ihre Häuser, ihre Kinder oder ihre Zukunft. Die Hoffnungen, die wir hatten aufkeimen lassen, wurden an unseren felsigen Ufern zerschmettert. Die Mieten blieben zu hoch, die Löhne zu niedrig und die Mägen blieben leer. Mr. Crown verschwand zurück aufs Festland und wir mussten weiter leiden. Aber jetzt, mit der überraschenden Ankunft von Mrs. Cordelia Crown und ihrer Tochter Nora, haben die Rooks vielleicht endlich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Frauen der Familie Crown suchten Schutz vor dem heißen Sommer auf dem Festland und fanden Zuflucht am See bei der Lodge. Beide wurden beim Spazierengehen auf der Insel und beim Besuch unserer Einheimischen gesichtet. Nora hat sich sogar bei der Musiziernacht blicken lassen
und wird voraussichtlich beim Sommerball auftreten. Ich möchte uns alle zur Zurückhaltung mahnen, um nicht zu viel zu erwarten. Die Geschichte hat gezeigt, dass sie sich wiederholt. Ja, oh, wie wahr das doch ist. Die Frauen der Familie Crown könnten, wie ihre Vorgängerin, sich auf Kosten der guten Menschen, die diese Inseln bewohnen, bereichern. Sie könnten die Zaune um die Lodge wieder errichten und uns von unserem angestammten Land fernhalten. Aber es ist schwer zu verhindern, dass wir in unseren Herzen wieder Hoffnung aufkeimt. Und vielleicht wird Nora Crown alles zum Guten wenden. Sommermusikfest. Das zweite Sommermusikfest der Saison wurde am vergangenen Samstag gefeiert. Die Feierlichkeiten begannen mit einer Predigt von Reverend Mr. Chester, die vor zahlreichen Zuhörern gehalten wurden. Anschließend sang der Frauenchor Kirchenlieder. Mr. Andrews, der geschätzte Organist, begleitete den Chor und spielte mehrere Solostücke. Viele der talentierten Jugendlichen von der Rook-Insel unterstützten das Festival ebenfalls mit ihren Stimmen. Nach der Musik gab es ein ausgezeichnetes Abendessen, das von den Damen von St. Mary's zubereitet wurde. Pferde zu verkaufen. Frau Evanston bittet um die öffentliche Bekanntgabe, dass sie in Zusammenarbeit mit ihrem Schwiegersohn Fred Chrisman 3 Pferde versteigern wird. Bei den Pferden handelt es sich um schöne Tiere, die der Familie gute Dienste geleistet haben. Die besagte Auktion wird am 10. August um 10 Uhr auf der Evanston Farm stattfinden. Okay, ich denke mal, dann haben wir hier auch alles erforscht. Ich weiß nicht, hinten war ja was abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob man hier noch hoch kann. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, sieht nicht so aus. Frage ist, können wir jetzt mit dem Schlüssel eventuell hinten das Tor auch öffnen? Oder was ich eher glaube, ist der jetzt nur für diesen Schrank gewesen. Nee, da ist auch gar kein Schlüsselloch, ne? Oder? Doch, ein Schlüsselloch ist schon drin. Aber... Ist jetzt die Frage, soll man jetzt hier einen Schlüssel finden eventuell? Aber das wäre doch was, was man normalerweise hervorheben sollte, oder? Haben wir im Inventar... Briefe, Kassetten, Tagebuch. Ja, da können wir ja nichts drehen, ne? Haben wir irgendwas, ein Buch zum Beispiel, was wir näher untersuchen können, wo vielleicht ein Schlüssel drin ist? Umdrehen kann man das auch nicht. Ne, man kann es auch gar nicht mehr lesen. Oh, was haben wir hier? I'd love to see the world. You will. That's that name again. For Beatrice. Gut, den Namen, den haben wir jetzt schon. Gucken wir hier nochmal eben schnell. Können wir aber auch nichts weiteres mehr finden. Was ist hier mit dieser Buchstütze? Kann man nicht aufheben. Schade, schade. Hätte ja sein können, dass man hier dann doch noch irgendwas findet. Ja, ich denke mal, und wenn, dann wird es auch wirklich hier sein. Ich gehe jetzt noch mal kurz nachgucken, ob wir da vielleicht irgendwas übersehen haben. Was wir noch anklicken können oder so. Das klebt da dran, das ist klar. Ich denke mal nicht, dass ich hier was finde. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite irgendwie da dran. Und können hier was öffnen, aber besser zweimal nachgeschaut, ne? Oh, was ist jetzt los? Hä? Irrlichter. Irrlichter sind kleine Feen, Feengestalten oder Geister. Man kann sie am Nachthimmel schweben sehen. Manche Leute sagen, sie seien gefährlich, aber sie sind wirklich wunderschön. Sie leuchten und glänzen. Manchmal sehen Reisende sie und folgen ihnen, anstatt einem Pfad zu folgen. Sie können ihnen folgen und geradewegs von einer Klippe stürzen. Oder sie können in den Treibsand geraten. Oder sie können folgen und von einem Bären gefressen werden. Manchmal werden sie von Booten gesehen, die gegen Felsen prallen. Rebecca aus dem Lebensmittelladen hat sie gesehen. Aber sie ist ihnen nicht gefolgt. Sie war zu schlau.
Manche Leute glauben Rebecca nicht, aber ich weiß, dass sie wirklich Irrlichter sehen kann. Die Leute denken auch, dass Irrlichter schlecht sind. Ich kann verstehen, warum. Wenn sie dich in den Treibsand führen, ist das nicht sehr nett. Aber ich glaube, dass Irrlichter in Wirklichkeit die Seelen von Menschen sind, die vermisst werden. Oder vielleicht sind es Geister. Aber ich glaube, sie waren einmal Menschen und sie versuchen, mit den Menschen zu sprechen, die sie vermissen. Wenn wir die Irrlichter verstehen könnten, wüssten wir, dass sie uns sagen wollen, dass sie uns vermissen und nach Hause zurückkehren wollen. Pixie, ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht. Ich dachte, wir hätten beschlossen, dass Märchen nicht das Thema dieses Aufsatzes sind. Deine Aufgabe war es, einen Gegenstand aus der Umgebung dieser Insel auszuwählen, ihn zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren. Imaginäre Geister sind keine Wissenschaft. Oh, es ist aber gemein. Das ist wirklich gemein. Kriegen wir da noch was raus? Nee, da ist wieder nur das Gleiche. Okay. Ich dachte eigentlich, wir hätten da jetzt eben alles rausgeholt. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Weil ich denke mal... I can read and write, but I didn't learn it at the school. I vaguely remember a village. An open fire, the smell of beer... And a man's voice teaching me how to read from a really thick book. Oh God, what's that? What? That! Wieso durfte ich jetzt nicht antworten? Okay. What are you Die Blauen waiting sind gut, hatte sie gesagt, ne? See what that is. Ich hoffe es zumindest. Hello. Oh God. I'd like to ask you. You can't be. I'm sorry. Why are you here? Oh, I don't know. I didn't mean to be here. I don't understand. I don't understand either. No, don't go. Well, that was rude. Who was that? Was that a ghost? Have you seen her before? Do you know her? Nope. Don't even remember her alive. This is so strange. Maybe she's not from the islands. Never knew there was another ghost. Hmm. Okay. Also da würden wir abstürzen, wenn wir weitergehen. Gehen wir mal weiter hier entlang. Schade, dass ich ihm jetzt nicht mehr antworten durfte. Why did she act so weird? Because that was weird, right? Well, maybe she hasn't seen that many humans. You didn't act weird when we first met. You did, though. I still think she was rude. You should find her. Talk to her again. Ja, weil ist ja auch das Logischste ist, in einer einsamen, verlassenen Insel einem Geist hinterher zu laufen. Kein Thema. Oh my God, Josh. So jealous. Is this where you've been hanging around? Well, it's an island. Three, actually. So, plenty of beaches to go around. Well, I think it's absolutely gorgeous. Sure, it's beautiful. No, a flower is beautiful. This place is extremely, absolutely, utterly impressive. It's breathtaking, wondrous, awe-inspiring, monumental. You like words? I love words. Okay, aber es passiert nichts, wenn ich jetzt hier auf den Steg gehe, oder? Oh, Moment. Skizze anfertigen? Schauen wir uns natürlich das Bild auch mal eben an. Okay, das Boot ist auf der falschen Seite. Ah, nee, das ist das da. Aber die Hütten hat sie gar nicht mitgezeichnet. Okay. Sind auf jeden Fall mit der Zeit anscheinend viele Boote hier angespült worden. Oder vielleicht auch weggespült worden. Ich weiß es nicht.
Was ich übrigens mal sehr positiv anmerken muss, dass man ein bisschen schneller laufen kann mit der Shift-Taste. Das ist gut und sehr wichtig. It means something. Ethel. She lost her entire family to the fever. The tricks life plays on us. I'm sorry. Ja, ich habe schon was gesehen. Es ist nicht so schön. Ugh. This is the freakiest doll I've ever seen. Have a little respect. That is a beautiful doll. Auf jeden Fall heißt die Funny, so wie es aussieht. Namensschild Funny, ja. Da gucken wir auch direkt. Is this actually a football? It looks ancient. Naja gut, wenn die ganzen Nachrichten von 1800 irgendwas sind, ne? Sundays in the summer. Music drifting on the air, blended with children's laughter. Hat ihr das jetzt skizziert, oder? Ja, gut, es ist mit dabei. Okay, also es ist auf jeden Fall nicht mehr am Leuchten. Feen des Feuers von Hannah Little. Es war einmal eine Fee, die auf der Insel bleibte. Ihre Flügel waren aus Feuer und sie waren so hell, dass jeder sie sehen konnte. Eines Nachts fing ein Mädchen die Fee ein und steckte sie in ein Gefäß. Denn in der Nacht wurde es sehr dunkel auf der Insel. Die Fee weinte sehr viel und die Tränen füllten den Krug. So schwamm sie in ihren Tränen. Sehr, sehr traurig. Ist nur das drin? Henry? Das ist doch eine Frau, oder nicht? Hä? Henry? Liebe Pixie, ich bin so froh, dass du mir das Lesen und Schreiben beigebracht hast. Ich schreibe gerade ein Buch. Es macht mir viel Spaß. Ich mag Geschichten. Ich habe Fanny und Luisa daraus vorgelesen. Ich bin jetzt auch ein Lehrer. Ich habe Vater beigebracht, seinen Namen zu schreiben. Er ist wirklich gut. Dankeschön. Hannah. Okay. Also ich hätte eher gesagt, das ist Hannah. Das ist ja eindeutig eine Frau. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt der Name Henry herkommt, keine Ahnung. Weil sie ja auch, wie hieß sie jetzt gerade nochmal? Hannah, Moment. Das ist dann die Lehrerin gewesen höchstens. Das Kind heißt ja Hannah. Ich bin hier schon komplett verwirrt gerade. So, haben wir denn hier noch irgendwo was liegen, was wir vielleicht noch lesen oder hören können? Wie immer schaue ich hier mal in allen Ecken nach. Vorne brauche ich nicht. Das ist grün. Achso, ich dachte gerade schon. Das scheint eher unbedeutend zu sein, weil hier ist nichts drin. Okay. Back at the school you said you wanted to travel. And you sounded sad. I'm not sad. What about your dream to travel? I used to think I was going to dance around the world, on every continent, in every country. I'd go and hug the land wherever I wanted to go, and dance in honor of it. I think that's cute. You don't think that anymore? I'm all grown up now, Josh. Why? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. I did, sort of. I shrugged. Like your shoulders? I can't see your shoulders. Why not? You're here with me. I mean, it's not like we're on the phone or anything. It sort of feels like it sometimes. I wish we were on the phone. Oh, I could turn down the volume or text you. Text me? Never mind. Okay,
Okay, kommen wir da auch rein? Ich schaue mich hier vorne noch mal ein bisschen um, ob da noch irgendwas drin ist. Was natürlich nicht so ist, okay. I think you're incredible. Thank you. That's kind. How you handle this whole situation? It's pretty amazing. I should be afraid, I guess. But I'm not. Ich glaube nicht, dass es real ist. Must be your magnetic voice. Yeah, deep down I'm a siren. Oh, did you lure me here? You got me. Loneliness turned my heart black and bitter. Well, I'm glad you did. I enjoy talking to you. You didn't really, did you? Riley. Just checking. I mean, it must get pretty lonesome out here, right? I missed people, yes. No late night talks, that's for sure. So you did want a companion. And right on cue. Riley, you're going to have to trust me sooner than later. I think I do trust you. Na, aber auf jeden Fall wird sie schon, ja, wie soll ich das sagen, etwas weicher ihm gegenüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist. Zutraulicher. Das würde wahrscheinlich eher passen. Hier finden wir gar nichts. Still amazes me. So many gorgeous little things that have been left here. You should take whatever you like. Nobody's gonna need it anytime soon. I can't do that. Those things have been here for so many years, decades even. It's not mine to take. Maybe you're meant to find them. Maybe the rogues want you here. That would explain why I enjoy this place so much. Don't forget the amiable company of yours truly. I swear to God, sometimes you sound like you popped out of a Jane Austen novel. That cottage, it was extremely well preserved. It must have been at least 19th century. See? Rogues were waiting for you. Still, I'm not taking anything from here. It just feels wrong. Ich warte dann lieber, bis der Dialog zu Ende ist, weil ich habe das Gefühl, dass ich sonst nicht alles angezeigt bekomme. Oh, muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Das ist so weitläufig hier. This is recent. You think there's a shepherd around still? These sheep don't need a shepherd. It's a breed that doesn't even need to be shaven. And you know this from looking at the bones? I know this because that's what the farmers used to keep around here. I was there. Oh, right. Okay, aber hier ist nichts, was man irgendwie berühren oder aufheben könnte. Also da hinten, denke ich mal, geht's weiter. Das Problem ist, ich habe jetzt den Teil, der, glaube ich, am See noch ist. Noch nicht. Den habe ich noch nicht durch. Hier habe ich mal endlich wieder was Neues. Ja. Hi, Diary. I like sitting here. Reminds me of when I was a girl. You see, there were horses here. You can still see their pen and their stables. Secretly, I like to name them and imagine what it must have been like to ride them on that beach there. There would have been a black beauty, of course. God, I love horses. They're so wild and free. And when I was riding them as a girl, I felt the same. Wild and free. The wind blowing back my hair, the thundering hooves. Why did that feeling ever stop? And why did I think I'd find it here?
The horses are long dead. And I'm trapped. On this island. In my head. With him. I remember those horses. And the Evanstons. We leased a horse from them whenever we had a cargo that needed to go over the hill. We? The Islanders. Also wenn ich nicht den Namen von der Frau vorhin gelesen hätte, also wir denken ja, dass das der Name ist, würde ich fast sagen, die klingt so wie eine ältere Vision von mir. Hier sind wir reingekommen, ne? Und schaue ich jetzt hier vorne nochmal eben, weil den ganzen Teil haben wir jetzt eben nicht mit nachgeschaut. Da ist nichts mehr. Beatrice. What about her? That was her space, right? If you mean her office, then I guess so. It wasn't just her office or her classroom. It meant something to her. Like a place to redraw? A sheltered place. To safeguard the things that matter to her. I can see that. I'd like to know more about her. Vielleicht weiß er ja auch schon mehr über sie. Aber reinkommen können wir hier nicht, ne? So wie es aussieht. Ist alles zu. Boah, was hängt denn da immer? Kann man auch nichts... Ne, das ist so... So eingegraben letztendlich. Da kann man nichts machen. Das ist die Farm. Da können wir, glaube ich, nochmal rein, oder? I keep thinking about Cordelia Crine. Did you like her? What kind of question is that? Honestly, what's wrong with it? Maybe you and her had a thing? Riley, are you jealous? Don't be ridiculous. You're a ghost. I don't even know you. Besides, I don't even like you. Try that again and see if I believe you. Breathe deep, Riley. He'll be gone soon. But not yet. You cannot run from me. Ja. Du kannst nicht vor mir weglaufen. Das hat doch etwas sehr Reales. kann ich da so drüber und ein bisschen abkürzen eventuell? Nee, kann ich nicht. Oh, pff. Einmal Baum im Weg. Check. Okay, wie sind wir jetzt reingekommen? Hier durch, glaube ich, ne? Dann schaue ich nochmal, ob wir jetzt alles hatten. Den Teil hatten wir von aus. Wait, do you hear that? No, what? Why can't you hear it? Are you sure? Yes, I'm sure. Oh, fuck. What's that? So, ich kann mich noch bewegen. I want to drink this tea while it's still hot. Mom, did you know that Rebecca from the grocery store has seen a will-o-wisp? Has she? Have you ever seen one? No. Cheese or haddock sandwich? Cheese, please. Just maybe Daddy's turned into one. A will-o-wisp, I mean. Now you know that's not true. Daddy left. I know it's hard. But we have to accept just it. Just maybe is all. I asked Miss Jessup about will-o-wisps, but she said they're poppycock. She said there are no such things as ghosts who drift along the marshes. And the sooner I let go of such romantic notions, the better. Oh, well, she might be right about that one.
Riley! Riley! Are you okay? What the hell just happened? I'm not sure. Ja, vor allen Dingen hat die mich jetzt nach hier oben gelockt. You saw it too, right? I did. What was that? I don't know. I do remember that little girl, though. Pixie. Pixie? Always running around the islands looking for adventures. Discovering new clues to grand mysteries. Her words, not mine. Okay. Er kann sich an ein Mädchen namens Pixie erinnern. Gut, der Name kommt mir jetzt natürlich bekannt vor. Da ich jetzt nichts triggern möchte, würde ich sagen, bleibe ich jetzt erstmal hier an der Stelle stehen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Ort, wo wir einen kleinen Cut machen können, weil wir jetzt diesen ganzen vorderen Bereich jetzt wieder hinter uns gelassen haben. Und da würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge mit der Erkundung der Insel weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.